need a boy like you. Like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Part 3 beginnt und wir neigen uns langsam zum Ende der Episode. Hä, was fehlt mir noch? Ja, wir müssen noch die Scheiße hier reinbringen. Ich leg da alles in eine Ecke ab. Was für eine Baustelle. Bin schon gespannt, wie das Ganze am Schluss aussieht. Aber dafür werden wir wohl morgen Abend abwarten müssen. Okay, wir haben es endlich geschafft, diese blöden Vorhänge anzubringen. Super, ich habe gerade die letzten Sachen aus dem Keller hochgeholt. Im Moment. Okay, sehen. Was? Wie jemand so lange braucht, um einen Vorhang aufzuhängen? Eine Stunde. Ja, du musst hier über die ganzen Fenster hier bedenken. Ja, natürlich, die sind groß, aber wenn du eine Leiter hast und die Nischen da dran schon hängen, für den Vorhang, dann musst du ja nur noch die Haken da reinsetzen. Und dann ist ja schon fertig. Es ist Armin Pudi, Armin braucht eh immer ein bisschen länger. Ja, okay, stimmt. Im Moment ist hier zwar noch ein ziemlicher Saustall, aber die Zeichen stehen gut, dass es ein unvergesslicher Abend wird. Du wirst unvergesslich sein. Na, kleiner Flamer. Der einzige Grund, warum ich komme, ist übrigens, weil ich weiß, dass du in deinem Abendkleid bezaubernd aussehen wirst. Oh, ich melde dahin. Ich weiß auch, wer noch ganz bezaubert aussehen wird in seinem Abendkleid. Ich weiß nicht, aber wenn man das weiß, dann wirkt er so eklig. Er wirkt zwar nicht so, aber Armin ist wirklich ein Experte, wenn es ums Komplimente machen geht. Ich legte meine Arme um seinen Hals und streichelte seinen Nacken. Wirst du dich auch in Schale schmeißen? Soll das ein Witz sein? Ich werde mich doch nicht lächerlich machen und als Pinguin verkleiden. Also niemand hat von Pinguin geredet. Du könntest dir ruhig mal ein bisschen Mühe geben. Bin mir sicher, dass dir das sehr gut stehen würde. Oh. Was soll ich nehmen? Ich find's eh lustig, aber keine Ahnung. Ich bin Kastier-Routen-Typ. Ich kann nur das sagen, wo mein Bauchgefühl das. Ja, ein wenig enttäuscht senkte ich den Blick. Dabei hätte ich Armin so gern im Anzug gesehen. Ich bin mir sicher, er wäre da noch sexier als sonst. Na gut, ne? Na gut, es wird Zeit, ist sehr gutes Deutsch. Dass ich in die Stadt gehe, um mit Rosa mein Kleid zu kaufen. Nachdem wir uns einen Abschiedskuss gegeben hatten, verabschiedete ich mich von Armin und verließ das Schulgebäude. Sag mal, wo ist mein Deutsch hin, Alter? Mensch. Ich kann ruhig sagen, meinen Lehrern, dass du vielleicht auch Privatunterricht haben solltest. Ja, danke. Was? Wird das heute noch was? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so langsam geht. Wenn dir meine Gesellschaft nicht gut genug ist, dann kann ich auch nach Hause gehen und dich deine Einkäufe selber erledigen lassen. Kommt nicht in Frage, die ist am anderen Ende der Welt und ich habe sonst niemanden, der mich verraten könnte. Wenn du mich hängen lässt, sage ich Mama, dass du gemein zu mir bist. Wenn du wüsstest, wie egal mir das ist. Der arme Nathaniel. Amber scheint ihm schreckliche 5 Minuten zu beschert zu haben. Und all das nur, weil ihre Freundin nicht hier ist, um ihr beim Kleiderkauf zu assistieren. Nimm B. Bei A singt es. Okay. Muss B nehmen. Ja, du musst das mal vorlesen, du Alter. Du schon wieder? Wie es aussieht, kann man dich ja gar nicht mal außerhalb der Schule. Kann man dir ja nicht mal aus der Schule. So, Zunge einfach wegschmeißen. Das war's, ich kündige.
Deutsch ist heute irgendwo weit weg. Du schon wieder? Wie es aussieht, kann man dir nicht mal außerhalb der Schule aus dem Weg gehen. Das gleiche könnte ich über dich auch sagen. Ich ignorierte sie. Die Arme mit Einkaufstüten behangen gingen sie weiter. Ja, weil wenn du halt jetzt A genommen hättest, wärst bei einer Finny runtergegangen. Ich frage mich, wie Amber für einen Abend so viele Dinge kaufen kann. Ich zuckte mit den Schultern und setzte meinen Weg fort. Als wir in Nays Boutique ankamen, fielen mir gleich die neuen Kleider in der Vitrine auf. Sieht gut aus, findest du nicht? Ah, da bist du ja. Hast du dich ein wenig ausruhen können? Nein. Ja, ich will mich nicht mehr ganz so erschöpfen wie zuvor. Also, wenn ich mal eins sagen darf, wenn man sich hier so die Bilder ansieht, dann sieht Lace-Laden aus voll wie der Gammel-Laden. Ich meine, sieht ihr mal die ganzen Blätter an, die da rumhängen? Sieht so aus wie so, keine Ahnung, Schlussverkauf oder so, weiß ich nicht. Oh, das Gebäude ist sowieso voll gammelig. Und dieser Juwelierladen, ne? Niemand weiß, wer der Typ ist, der da die scheiß Ringe verkauft. Und niemand kommt in den Episoden vor. Nee, noch nicht ein einziges Mal. So sinnlos, der Typ. Hast du das gesehen? Lay hat eine neue Kollektion erhalten, die ist zum Niederknien. Das ist ein viel zu schöner Zufall, als dass man ihn nicht ausnutzen könnte. Du hast recht, das trifft sich gut. Man könnte beinahe meinen, Lay wäre derjenige, der Frau Schamanski die Idee mit dem Abschlussball vorgeschlagen hat. Kann nicht sein, es gelingt ihm nicht, mir auch nur das Geringste zu verheimlichen. Wir betraten die Boutique. Bäh. Hallo Mädels, Rosa hat mir erzählt, dass euch morgen ein sehr besonderer Abend bevorsteht. Ich werde einige Profi-Tipps brauchen, um das richtige Kleid auszusuchen. Weißt du, was ich sehen will? Lay umdesignt. Ich will es sehen. I wanna see it. Ich finde voll überlustig, lustig, diese kleinen Nadelchen an seinen Arm. Die Nädelchen, ja? Die Stecknädelchen. Der ist halt allzeit bereit. Du. Wie ich mir vorstelle, wie Oreo. Das war ich ja jetzt der Kind like Oreo aus ja. Nietzsche. So. Tschu. Sehr gut, folgt mir bitte. Hier bewahre ich die neue Kollektion auf, die heute Morgen geliefert wurde. Und ich bin mir sicher, dass da das Richtige für euch dabei ist. Ich näherte mich dem Licht der Kleiderstange. Die Kleider sind einfach atemberaubend. Ich wählte 5 davon aus und ging zur Kabine, um die alle auszuprobieren. Aber letztendlich sind immer 2 zur Verfügung. Mhm, ohne Scheiß. Armin's Kleid ist so schön. Ja, die Mütze packt voll rein. Das, geh dich bitte umziehen. Das kann man doch nicht machen, Alter. Ich zögerte ein wenig, aber dieses Tier war eindeutig mein Favorit. In das wunderschöne Kleid gehüllt betrachte ich mich im Spiegel. Und wie fühlst du dich? Ich fühle mich ein bisschen wie eine Prinzessin. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen für ein Abschlussballkleid, oder? Auf jeden Fall. Unzufrieden? Nein. Falsche Stimme. Falsche Stimme, egal. Ich bin mega happy über unsere Einkäufe. Ich liebe mein Kleid. Nachdem wir uns bei Lay bedankt hatten, verließen wir die Boutique. Ich bin schon gespannt darauf, alle in Abendgarderobe zu sehen. Ich auch. Wo wir gerade darüber reden, hättest du Lust, dass wir uns morgen gemeinsam bei mir fertig machen? Ich könnte die anderen Mädels auch fragen, ob sie Lust haben zu kommen. Mit mehr Rennen ist es noch lustiger. Weißt du was? Das ist eine super Idee. Dann sehen wir uns morgen Nachmittag. Ich darf nicht vergessen, den anderen Bescheid zu geben, wenn ich daheim ankomme. Apropos daheim, ich sollte mich langsam auf den Weg machen. Mutter! By the way. Wir müssen die Scheißschule so lange absuchen, bis wir Alexi finden, der uns von seinem Geständnis. Was? Ich weiß, wann Alexi kommt und zu welcher Szene. Ja, ich will wissen, das Geständnis zwischen ihm und Kenton.
das bekommt man nicht so wirklich mit. Also man sieht. Nein, ich weiß, aber er erzählt davon. Ja. Als ich zu Hause ankam, stieß ich im Wohnzimmer auf meine Eltern. Ich stürzte mich auf meine Mutter, um ihr ungeduldig mein neues Kleid zu zeigen. Hallo, und hast du was Schönes gefunden? Ja, woher weißt du davon? Wir haben eine Mail von der Schulleiterin bekommen, in der sie uns über die morgige Veranstaltung informiert hat. Ach ja, stimmt, sie hat uns ja gesagt, dass sie unsere Eltern benachrichtigen wird. Anscheinend hat sie Angst, dass die Schüler versuchen, heimlich Alkohol in die Schule zu schmuggeln. Ich hoffe, dass es auch passiert. Ich hoffe es wirklich. Oder dass es, wie hat sie das nochmal genannt? Ach ja, Ausuferung gibt. Ja, die gibt es tatsächlich. Das ist doch lächerlich. Ich kenne niemanden, der so blöd wäre, Alkohol mit in die Schule zu nehmen. Aber irgendwo verstehe ich sie auch. Man kann ja nie wissen. Als ob das bei eurem Abschlussball nicht passiert ist. Als ob. Ei. Wie dem auch sei, jedenfalls hat sich der Vater dazu bereit erklärt, die Aufsicht zu übernehmen. Der Vater vor allem, nicht dein Vater, der Vater. Überraschung. Ich war sprachlos. Soll das ein Witz sein? Nein. Aber warum? Ich finde Sus Reaktion da echt fies, muss ich sagen. Es ist doch schon ein bisschen peinlich, seinen Vater als Aufsicht bei seinem eigenen Abschluss dabei zu haben, findet ihr nicht? Peinlich. Rede doch nicht so einen Unsinn, mein Schatz. Wir essen in 5 Minuten. Verblüfft ging ich in mein Zimmer und legte meine Sachen dort ab. Ich meine, ja, okay, ist doof, wenn man seinen Eltern teilweise am Abschlussball da hat. Aber dass er sich halt da eigentlich nur hinbringen wollte und so, das kann man doch nicht verdenken. Das ist sogar, glaube ich, in Amerika der Klassiker, dass der Vater die Tochter zum Abschlussball bringt. Aber ja, okay. Ich frage mich, wie Papa auf die Idee gekommen ist, sich freiwillig als Aufsicht zu melden. Und ich dachte schon, meine Eltern würden endlich locker lassen. Schlecht gelaunt ging ich zurück ins Wohnzimmer, um Abend zu essen. Beim Abendessen mit meinen Eltern schaute ich ein wenig grimmig rein. Ich sah schon den strengen Blick meines Vaters auf mir ruhen, sobald ich mich Armin auch nur 1 Zentimeter näherte. Welch Freude! Alles gut bei dir, mein Schatz? Du hast nicht viel gegessen. Ich habe keinen besonders großen Hunger. Ich werde ins Bett gehen. Na gut, immerhin musst du für morgen Abend fit sein. Ja, ich wollte euch eigentlich noch was fragen. Kann ich meine Freundin für morgen Abend einladen, damit wir uns hier gemeinsam fertig machen? Natürlich. Gute Idee. Und anschließend bringe ich euch in meiner Kutsche alle gemeinsam zum Ball. Guck mal, der Vater ist so süß. deine Kutsche hätte übrigens mal wieder eine Verschönerung nötig. Mamas Gedanke brachte mich zum Lachen. Da hatte sie nicht ganz Unrecht. Ich bedankte mich bei ihnen und ging dann in mein Zimmer. In mein Zimmer schrieb ich eine kurze Nachricht an die Mädels, in der ich ihnen vorschlug, sich morgen Abend gemeinsam bei mir fertig zu machen. Ich schickte die Nachricht an Iris, Viola, Pia, Melody und Kim. Als erstes erhielt ich eine Antwort von Iris. Danke für das Angebot, aber ich kann leider nicht kommen, weil ich Thomas zu seinem Tennistraining bringen muss. Wir sehen uns dann auf dem Abschlussball. Schade, aber gut, ich kann mir vorstellen, dass sie auch lieber bei uns gewesen wäre, anstatt den Babysitter zu spielen. Weißt du, was ich krass gefunden hätte? Was? Wenn Deborah zum Abschlussball gekommen wäre. Oh. Ich hätte es irgendwie krass gefunden. Ich hätte die aber auch, muss ich gestehen, voll gerne in ihrem neuen Design gesehen. Erstens und zweitens in einem Abschlussballkleid. Die sehen bestimmt voll Bombe aus. Ich frag mich sowieso, warum die nicht im neuen Design gezeigt wurden. Ja, verstehe ich auch nicht. Dann schrieb Rosalia mir, dass sie auf jeden Fall kommen. Natürlich komme ich, allerdings muss ich Leila vorher noch abholen. Ich werde also ein bisschen früher losgehen als ihr. Oder wolltest du das lieber vorlesen? Nein, ist schon gut. Es dauerte nicht lange, bis auch Pia und Kim mir zusagten. Kurz darauf kam auch Melodies Antwort. Gute Idee, dann bis morgen. Und schließlich auch Viola, die Einladung ablehnte. Tut mir leid, ich werde leider nicht kommen können. Ich wollte den Nachmittag mit meinem Vater verbringen. Wir sehen uns dann auf dem Abschlussball. Juhu, da kann man nichts machen, aber ein paar Leute sind mir ja schon.
Nachdem ich mein Kleid sorgfältig in den Schrank geräumt hatte, ging ich ins Bett. In der Nacht hatte ich einen sehr verstörenden Traum. In der menschenleeren Gänge. Erinnerst du dich? Warum ist es jetzt hier so hell? Da gibt gar keinen Sinn, ne? Ja, ich erinnere mich. Und doch ist es ein außergewöhnlicher Ort für einen ersten Kuss. Er legte den Arm um meine Hüfte und drückte mich an sich. Wir kamen uns immer näher. Seine sanfte Wärme hüllte mich vollkommen ein. Elena, was machst du da? Ah. Oh nein, wenn es Glück wäre, würde er eigentlich ihr Arm wieder schreien. Voller Panik und mit einem flauen Gefühl im Magen streckte ich auf und hatte dabei ein eigenartiges Gefühl, das mir fehlte. Das ist etwas. Habe ich schon hellseherischere Träume. Falls ich nichts finde, das mir gefällt, kann ich ja zur Not immer noch Wahrsagerin werden. Wie auch immer, was gibt es Besseres, als den Geschmack der Frustration in meinem guten Frühstück zu übertünchen? Das ist so schön für den ersten auch an dem Kleid. Also dieser Schnitt, dieser Schnitt mag ich so gerne, und zweitens, dass auch dass der Stoff dann so leicht durchsichtig ist am Ende. Finde ich auch. Wie gesagt, Armin und mir persönlich auch nicht Sanders, Kleid gefällt mir am meisten. Die Sanders-Kleid finde ich auch am schönsten, auch schön, aber ich finde auch, also Castells Kleid finde ich auch richtig geil. Also mein Lieblingskleid sind Armin und Castells. Weil ich liebe den Schnitt von Castells Kleid. Und das Blau. Ja. Hallo, mein Schatz. Ich brummelte etwas, das einem Hallo. Hallo. Einem Hallo. Einem Hallo. Ich komme mal deine Hände. Ich kenne jemanden, der heute mit dem falschen Buch aufgestanden ist. Wenn die nur wüsste. Falls es immer noch wegen der Sache mit deinem Vater ist, kannst du beruhigt sein. Er hat gerade abgesagt. Sein Chef hat ihm für den Abend ein wichtiges Meeting aufgepumpt, das er auf keinen Fall verpassen darf. Wirklich? Ja, warum sollte ich dich anlügen? Du rettest mir das Leben. Ja, nicht nur das. Schön, dass du dich so freust. Dein Papa war allerdings ein bisschen enttäuscht als du. Er wollte sein kleines Mädchen so gern zu ihrem ersten Ball begleiten. Ein wenig schmierig, da mag ich meine Freude. Ja, aber also manchmal ist Zu mir so extrem unsympathisch. Irgendwie schon. Das ist sehr lieb von ihm, aber ich muss zugeben, dass es mich ein wenig gestört hätte, wenn er dabei gewesen wäre. Danke fürs Vorlesen. Sorry. Alles gut. Das verstehe ich, lass uns nicht mehr darüber reden. Ich betrachtete meine Karriere als Hellseherin somit als erledigt, ohne es allzu sehr zu bereuen. Nachdem ich gefrühstückt hatte, machte ich mich fertig und beschäftigte mich den Rest des Tages, bis meine Freundinnen kamen. Das müssen sie sein. Ich öffnete die Tür. Ding dong. Perfekt, ihr seid alle da. Nahm sie mit in mein Zimmer. Wie ist dein Zimmer? Ist ein bisschen zu rosa für meinen Geschmack, aber hübsch eingerichtet. Guck mal, die ist 18. Sieh mal, wie ihr Zimmer aussieht. Sieht aus wie so ein Zimmer von einer 14-Jährigen. Hi. Wollen wir loslegen? Ich treffe mich in einer Stunde mit Lay vor seiner Boutique. Ich muss also mich ein wenig beeilen. Nimmst du ihn mit? Ja, er ist meine Begleitung. Du Glückliche. Fail. Ja. Hier war es so schlau, augenblicklich das Thema zu wechseln. Habt ihr schon gehört? Herr Ferres wird heute Abend die DJ spielen. Was? Soll das ein Scherz sein? Oh nein. Aber stimmt, ich habe ihn heute Nachmittag... Heute noch vor allem. ...seinen Schallplatten in der Schule gesehen. Anscheinend hatte die Schule nicht das Geld, um einen echten DJ zu engagieren. Boah, das kann ja was werden. Dass er in Sachen Musik einen besseren Geschmack als in Sachen Figuren hat. Ihr seid gemein. Aber ich muss zugeben, dass ihr damit nicht unrecht habt. Sie fing alle an, laut zu lachen. Melodie scheint sich ein wenig entspannt zu haben, das freut mich. Anschließend fingen wir an, uns fertig zu machen.
Cam warf einen entsetzten Blick auf unsere Abflussballschuhe. Wie wollt ihr auf den Dingern denn bitte laufen? Was? Apfelabsatzschuh, meinst du? Ja. Ich stell mir das ein bisschen so wie die Hölle vor, wie ein endlos langer Weg, den man bis in alle Ewigkeit entlang laufen muss. Autsch, ich muss zugeben, dass es nicht besonders bequem ist. Die Hölle. Aber es geht dabei ja auch schließlich auch nicht um Bequemlichkeit. Was wirst du denn heute tragen, Kim? Ich finde Absatzschuhe schön. Willst du etwa mit Hornschuhen zum Abschlussball gehen? Ich habe ein paar alte Dateien gefunden. Die werden schon tun. Riesig zogen wir uns unsere Abschlussballkleider an. Was denkt ihr? Wirklich schönes Kleid, Melody. Sind die so schön, ne? Sind die alle so schön? Ei. Yeah, du siehst darin super süß aus, Fräulein Schülervertreterin. Und wie findet ihr meins? Dieser Jumpsuit steht dir wirklich mega gut, Kim. Stimmt, das solltest du wirklich öfter tragen. Ihr seht wirklich alle super aus. Du hast gut reden mit deinem Prinzessinnenkleid. Diese Farbe ist wirklich außergewöhnlich. Sie steht dir richtig gut. Welche Farbe? Das ist keine Farbe. Schwarz ist keine Farbe. Sie hat wirklich alle süß. Ich könnte nicht sagen, welches Kleid am schönsten aussieht. Sie sind wirklich alle wunderschön. Oh, komm schon. Eines davon muss dir doch besonders gut gefallen. Ja, komm schon. Sag es uns. Ich versichere euch, dass sie alle bezaubernd sind. Aber gut, wenn ich gezwungen wäre, eins eurer Outfits auszuwählen. Wir machen jetzt mal rosa. Mal gucken, was wir. Aber rosa haben wir doch schon. Nein! Dieses Smaragdgrün steht dir wirklich zu Umfang gut. Außerdem liebe ich den Schnitt. Wo? So fick. Ist hier bitte grün? Sagt es mir! Irgendwo, hä? Größer machen. Warte. Wo ist hier grün? Reines Schwarz, Gold und Lila. Ich sag dazu nichts mehr. Ich muss zugeben, dass es auch mein Favorit ist. Danke, vor allem May wird sich darüber freuen. Immerhin ist er ja derjenige, dem ich dieses Schmuckstück zu verdanken habe. Und dein Outfit ist natürlich auch nicht zu verachten, Elena. Was für ein Schmuckstück. Nicht wahr? Du siehst einfach super in diesem Kleid aus. Danke, ich spürte, wie ich hochrot lief. hochrot anlief. Oh Mann, ich kann es nicht mehr. Mein Deutsch ist einfach weg. Vielleicht ist das Zeichen dafür, jetzt das zu beenden. Okay. Wir machten uns zu Ende fertig und gingen dann los. Wie lange nimmst du überhaupt schon auf? 24 Minuten. Ja, okay, das wäre eigentlich so der Moment, wo ich meinen Part enden lasse. Okay, ich glaube, ich bin ein wenig nervös. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so ein komisches Gefühl dabei haben würde, wenn ich die Schule ein letztes Mal betrete. Als wir den Flur betraten, entdeckten wir bereits Boris, der mit einer kleinen Metallkasse an einem Tisch saß. Er muss wohl für den Ticketverkauf zuständig sein. Guten Abend, meine Damen. Wenn ihr nach dem begehrten Ticket sucht, seid ihr hier genau richtig. Wir traten näher heran und er durchforstete die Liste nach unserem Namen. Das macht dann bitte $10. Wir haben ermäßigte Preise für diejenigen, die beim Aufbauen mitgeholfen haben. Oh, das ist aber nett. Ich holte mein Portemonnaie heraus, um zu zahlen. Und hier dein Ticket. Ich ging in Richtung Turnhalle, von der aus man bereits den Bass der Elektromusik hören konnte. By the way, wir müssen uns mal ein bisschen langsamer ein, weil ich muss meine Parts schreiben. Oh, okay. Die Turnhalle ist nicht wieder zu erkennen, ja. Und... That's true. Bevor wir hier weitermachen, machen wir jetzt hier erstmal ein Part. Gut.